Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zu meinem neuesten One Piece Kapitel Besprechungsvideo von Kapitel 976. Und das ist tatsächlich wieder ein richtig geiles Kapitel. Also in den letzten Wochen liefert Oda einfach nur ab. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Er liefert einfach nur ab. Wir gucken uns das mal an. Zu Beginn haben wir wieder ein schönes Color Spread. Also da hat man wieder Farbseiten gezeichnet. Man sieht hier die Tontata-Zwerge mit den Strohhüten, die zusammen Schuhe machen. War wieder ein Request von irgendeinem Fan. Sieht man hier. Und ja, ist okay, ist schön bunt, aber er hatte schon bessere Color Spreads, muss man ganz ehrlich sagen. Zumindest, wenn er mich fragt und meinen Geschmack. So, jetzt aber zum eigentlichen Kapitel. Es geht los mit den Samurai, die jetzt auch komplett auf Kinemon rumhacken. Dass sie sagen, hier sag mal, ist das dein Ernst? Bitte sag uns, dass du das so geplant hast. Bitte gib zu, dass du das nicht wusstest. Dass er beim letzten, im letzten Kapitel quasi verkackt hatte, den Treffort, den Treffpunkt. Und das finde ich sehr lustig, das finde ich sehr gut. Und er sagt jetzt auch hier so, ja, vielleicht werde ich in dem Kampf, der kommt, sterben. Denn ich habe so das Gefühl, ich habe gerade das gesamte Glück einer Lebenszeit aufgebraucht für diesen Moment. Sehr cool, sehr cool. Sie sind aber auf jeden Fall echt hier motiviert jetzt und sagen hier, komm, full force, wir greifen jetzt krass an und das wird jetzt hier eine krasse Schlacht und so weiter. Und der Kappa versucht jetzt hier nochmal schnell Momonosuke zu rächen vor Kanjuro. Und jetzt sehen wir auch wieder, dass Kanjuro nicht mehr die linke Hand benutzt, sondern die rechte Hand tatsächlich zum Zeichnen. Und wer hätte es gedacht, ja, tatsächlich kann er doch ein bisschen was, wie wir hier sehen. Und seine Zeichnung, die er macht einen Kranich oder einen Schwan, ich glaube, es soll ein Kranich sein, sieht man auf einmal auch, dass es auf einmal ein perfekter Kranich ist. Es ist nicht mehr so eine komische, hässliche Horrorgestalt, die er da irgendwie zusammenmalt. Nein, es ist tatsächlich ein lebensechter, krasser Kranich. Und das finde ich echt cool, weil das ist halt, wie gesagt, ich wäre nicht überrascht, wenn am Ende irgendwie rauskommt, dass Kanjuro gar nicht aussieht wie Kanjuro, sondern dass auch sein Erscheinungsbild quasi nur mit Tinte auf ihn drauf gemalt ist. Dass er eigentlich ganz anders aussieht. Aber so viel dazu. Also er flieht halt, er springt hinterher und er schafft es nicht. Und Momonosuke dreht hier ein bisschen am Rad und hat natürlich Panik. Und was ich sehr geil finde, ist Sanji. Sanji springt hier nicht Zorro, nicht irgendwer anders, nicht Law oder Kid, wobei Law, na, vielleicht noch, aber Kid hätte sowieso keinen guten Momonosuke zu retten. Aber es sind jetzt nicht die großen Hauptcharaktere, sondern es ist Sanji. Sanji, der endlich wieder zeigen kann, was er drauf hat. Er ist derjenige, der die Initiative ergreift, sofort mit dem Skywalk hinterher springt und versucht, ihn zu retten. Und dann auf einmal wird er aber hier von so einer schwarzen Wolke halt aufgehalten und hier ist noch was Interessantes. Ich weiß gar nicht, ob man das vorher schon mal gesehen hat, aber hier sieht man tatsächlich, dass Kanjuro mit Hilfe seiner Teufelskraft tatsächlich mit seinen Haaren zeichnet, dass er gar nicht den großen Pinsel, den er in der Hand hatte, brauchte. Das finde ich sehr interessant. So, dass er anscheinend wirklich seine Teufelskraft so im Griff hat, dass er auch seinen Körper halt damit steuern kann. Also ich weiß nicht, ob das ein Hinweis dafür sein könnte, dass Kanjuro tatsächlich eine erwachte Teufelskraft hat oder nicht. Aber sei mal dahingestellt, er macht auf jeden Fall hier eine schwarze Wolke und lässt es dann ja Tintenpfeile auf die Leute runterregnen, um halt so ein bisschen die Leute schon mal zu schwächen und ihren Zahlen zu dezimieren. Und auch hier ist es wieder Sanji, der direkt sofort wieder am Start ist, zurückspringt und sich halt schützend vor Nami wirft. Und ich finde das wirklich cool. Ich finde es gut. Weißt du, es ist so, als hätte Oda mittlerweile mal die Kritik verstanden, die er bekommen hat für Sanjis Auftritte seit dem Timeskip. Was er mit ihm auf der Fischmenscheninsel gemacht hat, was er mit ihm auf Su gemacht hat, was er mit ihm im gesamten Whole Cake Island Arc gemacht hat, dass die Leute da nicht amused waren, wie er mit Sanji umgegangen ist. Und jetzt kriegt Sanji einen coolen Moment nach dem anderen, auch wenn das hier ein bisschen derpy mal wieder gezeichnet ist, weil er ist ja jetzt hier wieder mit seinen Herzchen in den Augen und versucht halt Nami zu schützen, ja, der Mr. Prinz, ne? Aber ich finde das cool, dass Sanji wieder wirklich mal ein bisschen zeigen kann, was er drauf hat. Und ich hoffe auch, und das lässt mich hoffen, dass Sanji einen richtig, richtig geilen Rückkampf bekommt gegen den, wie heißt er noch gleich? Page One. Dass er gegen Page One den Spinosaurus quasi einen geilen Rückkampf bekommt. Ich würde es ihm wünschen. Und dass er halt hier in diesem Arc mal wieder richtig leuchten kann und richtig zeigen kann, was er auf dem Kasten hat.
Dann finde ich es cool, was man hier von Momonosuke sieht, dass er, obwohl er total Schiss hat und ja quasi jetzt dem Feind in die Hände geraten ist und wahrscheinlich irgendwo dahin geführt wird, wo er gegebenenfalls umgebracht wird, finde ich es doch sehr schön, dass er quasi seinen Mut zusammennimmt und so tut von wegen, hey, kümmert euch nicht um mich, seht zu, dass ihr Kaido eine reinhaut und dann könnt ihr immer noch zurückkommen. Und Ruffy sagt es hier sogar auch noch hier, an Momo gemessen, benimmt er sich gerade echt wie ein richtiger Mann. Und er sagt hier, nein, falsche Seite, sorry. Er sagt dann ja, so von wegen hier, ja, Momo, du bist so ein feiges, dummes Balk, ja, dass hier nur heiße Luft ist. Und die Erwachsenen auch so, Alter, was hat der gerade gesagt? Bitte was? Das ist unfassbar frech, wie kann er sowas zu einem Kind sagen, ne? Aber er sagt so irgendwie hier, ey, sieh zu, dass du überlebst, dann retten wir dich, weil wir halt Freunde sind, ne? Und möchte ihm halt dadurch quasi Hoffnung geben. Und das ist nicht sehr einfühlsam von Ruffy, aber das kennen wir ja schon, dass Ruffy zum Teil halt echt ein Sack ist oder er ist halt hemmungslos ehrlich, das liebe ich auch so an ihm, das ist super. Aber es ist halt so dieses Ding, wenn du dir nicht selbst helfen möchtest oder du nicht aus eigenem Antrieb heraus irgendetwas für dich selbst tun willst, dann wird Ruffy dir auch nicht helfen. Aber er sieht halt hier, dass Momonosuke quasi für die anderen was tut und auch hier mitkämpfen will und so und deswegen sagt er, pass auf, ey komm, wir retten dich hier. So, und das finde ich cool. Im Endeffekt, wenn man sich den Flashback anguckt mit Ace und Sabo und den Bergpiraten, ist das genau das, wie Ruffy halt aufgezogen wurde. Und deswegen geht er auch genauso mit anderen Kindern um. Was natürlich pädagogisch gegebenenfalls recht verwerflich ist, aber ich will ihn jetzt hier nicht in diese Richtung beurteilen. jedenfalls haut Kanjuro mit Momonosuke ab und ich verstehe aber auch nicht so ganz, also Ruffy ist halt dumm optimistisch. Ich kann aber nicht ganz verstehen, dass die anderen mit dem Plan mitgehen, so, weil er muss doch jetzt damit rechnen, dass Kanjuro ihn bei der ersten Möglichkeit umbringt und sie suchen auch Hiyori. Das heißt, er weiß jetzt, dass Hiyori wieder am Leben ist, weil Kawamatsu hat sich da, glaube ich, verplappert. Und jetzt will er halt auch noch Hiyori umbringen. Und ich denke mir so, ist das echt eure Top-Priorität, jetzt erstmal Kaido auf die Fresse zu hauen? Nicht vielleicht erstmal Momonosuke und Hiyori zu retten? Ist das euer Ernst jetzt? Aber gut. Oder um One Piece irgendwie halt. Aber so ein bisschen, ist ein bisschen strange, dass sie sich jetzt erst damit beschäftigen. So, dann geht's weiter. Er verschwindet. Und ich muss nochmal hier sagen, ne? Also, wie krass, wie cool ist er denn einfach mit seinem Mantel hier? Mit seinem fucking Kapitänsmantel. Ich hoffe, der bleibt. Ich hoffe, der bleibt einfach. Und ich komme auch gleich zu einem Punkt, warum ich glaube oder warum ich hoffe, dass der jetzt auch wirklich bleibt. Hier finde ich es auch noch ganz schön. Raizo sagt dann hier, fragt doch hier Jinjiro, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Gesicht passiert? Und er so, jede Menge. Lass uns beeilen. So, was ist denn. Also, als würde Oda wissen, dass sein Move mit Denjiro halt ziemlich weirde Hühnerkacke ist. So, jetzt ist so irgendwie, hä? So, hä? Aber man muss dazu sagen, Oda zeichnet die Kapitel mehrere Wochen im Voraus. Das heißt, als er den Reveal hatte mit Denjiros Gesicht und Kyoshiro, hatte er wahrscheinlich diese Szene auch schon eingeplant und gezeichnet. Also, ich glaube nicht, dass er das jetzt gemacht hat. Aber naja, oder war sich wohl bewusst, dass das gegebenenfalls auf Unmissverständnis seiner Community stößt. Dann sehen wir jetzt hier, dass ein Schiff sich abgesetzt hat. Und da kommt auch direkt der Grund, warum. Denn die haben irgendwelche krassen Langstreckenkanonen. Jetzt sieht man doch zum ersten Mal eigentlich etwas von der großen militärischen Macht, die Wano bzw. Kaido angeblich haben. Weil, erinnern wir uns mal, warum dieser Konflikt auf Wano überhaupt ist. Kaido hat hier seine Basis, seine Fabriken eröffnet, um krasse Waffen zu bauen. Also dieses ganze Konstrukt zwischen Kaido und den ganzen Unterweltmarkthändlern und halt auch noch Doflamingo war halt so, wie es ist, weil halt in Wano das Herzstück von Kaidos Fabrik ist. Und da sind ja auch die ganzen Gefangenen von Kaido hingekommen, das waren ja Zwangsarbeiter. Und das ist jetzt tatsächlich, finde ich, das erste Mal, dass man sieht, dass die wirklich eine Art bessere Technologie als andere Piratenbanden vielleicht haben, weil sie haben krasse Langstreckenkanonen, haben wir bisher noch nicht so gesehen und die machen auch ziemlich Bums, aber das bringt denen nicht viel, ne? Weil hier bam, 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 auf einmal kommt ja zack aus dem Wasser eine Wassersäule geschossen und es ist so geil, es ist so geil. Also ja, schön, dass wir uns jetzt hier treffen, ne? Verzeiht bitte, er ist wieder da, mein Junge, ich warte schon so lange darauf. Fucking Jimbe. Jimbe ist wieder da. Hier, my boy. My boy Jimbe. Jimbe ist wieder da. So, ich liebe Jimbe. Also schon seit Impel Down bin ich ein riesiger, großer Fan
von Jinbei und ich finde es mega cool und mega cool und mega, 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 mega cool, dass er jetzt endlich da ist. Das ist überfällig. Es ist wirklich überfällig, dass der jetzt endlich mal auf den Plan tritt. Es gibt Leute, die haben immer gesagt von wegen, nee, Jinbei wird kein offizielles Mitglied, obwohl Oda es schon mehrfach bestätigt hat, dass Jinbei ein fucking offizielles Mitglied der Strohbande wird. Seit dem Fischmenschen-Arc, also seit dem Ryugu Kingdom, müsste eigentlich klar gewesen sein für alle, dass Jinbei der Steuermann der Strohhutpiraten wird. Und fucking hell, jetzt steht's ja tatsächlich hier, ne? Strohhutbande, Helmsman, also wirklich der Steuermann, Jinbei, First Son of the Sea, quasi der Erbe der See. Und mit 438 Millionen hat er jetzt das zweithöchste Kopfgeld in der Strohhutbande. Und ja, das ist, ich sage gleich nochmal was zu. Erstmal zur Reaktion. Hier, man sieht auch nur, Lawson, wollt ihr mich verarschen? Der Ex-Samurai der Meere, Jinbei, der Anführer der Fischmenschenpiraten, der Captain der Fischmenschenpiraten, schließt sich einfach jetzt den Strohhüten an. Weil für die muss das ja der totale Schock sein. Ich meine, die anderen Strohhüte wissen das natürlich. Aber für Kaido auch, aber für Kid und für Law ist das ja eine komplett neue Sache. Das ist ja absolutes Novum, was hier gerade passiert, ne? Man sieht das halt auch an den Reaktionen hier und das finde ich mega cool gemacht. Und was jetzt hier, also dieses Kapitel ist ziemlich historisch, weil zum einen, endlich ist Jinbei am Start. Das wurde halt seit, boah, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, also seit der Fischmenscheninsel wurde angeteasert, dass Jinbei ein Mitglied der Strohhutpiraten wird. Und zum anderen ist es, glaube ich, das erste Mal, ich müsste nochmal die genaue Zeit mir angucken, ich glaube seit 6 oder 7 Jahren ist es, glaube ich, das erste Mal, dass alle Strohhüte wieder an einem Ort zusammen sind. Hier die gesamte Crew, die sowieso schon auf dem Schiff war, ist jetzt hier. Und jetzt ist halt auch Jinbei mit dabei und sie freuen sich auch alle. Und ich weiß nicht genau, wie das ist mit Carrot. Es gibt ja viele Leute, die sich auch noch wünschen, dass Carrot Mitglied der Bande werden könnte. Und da hat sie hier mit Absicht Arm in Arm mit Nami ins Bild mit reingezeichnet. Heißt das, dass Carrot doch noch auch noch Mitglied der Strohpiraten wird? Ich weiß es nicht. Aber so langsam müsste die Bande jetzt auch mal voll werden, weil es geht ja aufs Ende der Reise zu und auf das Ende der Grand Line. Und da finde ich es passend, dass hier auf Wano quasi Jinbei jetzt dazu stößt, als letztes großes Mitglied wahrscheinlich. Also ich sage jetzt mal großes Mitglied im Sinne von jemand, der auch wirklich zuhauen und zupacken kann. Weil es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel in One Piece kommen. Und wenn der nicht jetzt joint, ey, wann dann? Oden hat Gold Roger halt auch erst hier rekrutiert. Wobei wir auch nicht wissen, wie genau Roger jetzt auf der Grand Line halt damals langgefahren ist. Aber alles in allem ist es passend, dass er jetzt hier ist. Das Ding ist, er ist jetzt der Charakter mit dem zweithöchsten Kopfgeld in der Bande. Das muss nicht heißen, dass er auch der zweitstärkste Charakter ist. Also das wird halt Zorro sein. Es gibt aber viele Leute, die machen sich halt Gedanken um Sanji. Das sogenannte Monster-Trio, was halt seit Jahren aus Ruffy, Sanji und Zorro bestand, die drei Stärksten der Bande, die immer alles geklärt haben und immer die Arc-Bosse bekommen haben, dass sich das jetzt halt verändert. Ob es jetzt ein Monster-Quartett wird oder ob Sanji aus dem Monster-Trio rausfliegt und dafür Jinbei jetzt reinkommt. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, Jinbei wird die Nummer 4 sein. Und nachdem Wano vorbei ist und es die obligatorische Kopfgelderhöhung für alle Strohhüte und alle, die da mitgekämpft haben, geben wird, ich glaube, dann wird Sanji ein leicht höheres Kopfgeld als Jinbei haben. Um dann nochmal wieder zu vergleichen, so hey, pass auf, das Monster-Trio ist immer noch das Monster-Trio, Jinbei ist dazugekommen, aber Sanji ist ein Müh stärker als Jinbei, zumindest was das Kopfgeld angeht. Ich glaube, das ist das, was Oda hier vorbereitet. Deswegen gibt er Sanji jetzt diese kleinen Szenen, gibt Sanji endlich seine Kämpfe. Auf der Fischmenscheninsel haben wir auch schon gesehen, dass Sanji zusammen mit Jinbei gegen Badazumi, diesen riesigen großen Fischmenschen, zusammengekämpft hat, wo ich auch schon so gedacht habe, okay, Oda versucht die beiden so ein bisschen auf eine Stufe zu heben, was das Stärkelevel anscheinend angeht, deswegen kriegen die zusammen einen gemeinsamen Gegner. Und ich habe so das Gefühl, das zieht er hier weiter mit durch. Und ich bin super gespannt, wo das alles hier hingeht. Und das ist auch der Grund, weil ich es hier auch nochmal sehe, Ruffy mit seinen wundervollen Sternaugen hier, mit seinem Mantel. Ich glaube, jetzt ist der Punkt angelangt, wo es wirklich aufs Ende zugeht und die Strohhutpiraten wirklich piratiger werden. Rückblickend finde ich es irgendwie dämlich, muss man ganz ehrlich sagen, also was heißt dämlich, nicht so schön erzählt, dass Jinbei also auf der Fischmenscheninsel schon eingeladen wurde, nicht mitgekommen ist, dann auf Dressrosa komplett gefehlt hat
und dann auf Whole Cake Island wieder die Chance gehabt hätte, dazu zu kommen, aber dann wieder gesagt hat, pass auf, ich muss gehen. Ich glaube aber, Oda hat das aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Und Oda überlegt sich das wirklich, also haargenau und piekfein. Der arbeitet seine Story so krass im Voraus aus und weiß ganz genau, wo er hin will. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur dämliche Willkür von ihm war. Ich glaube, er hat das wirklich gemacht, um die Story konsistent weitererzählen zu können. Weil, nehmen wir mal an, Jimbe wäre auf der Fischmenscheninsel schon mitgekommen und wäre seitdem Teil der Strohhutbande gewesen. Dann wäre, glaube ich, der ein oder andere Arc ganz anders verlaufen. Weil Jimbe ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich müsste nochmal nachgucken, wie alt Jimbe eigentlich ist. Aber der ist bestimmt schon über 50. Jimbe hat echt Erfahrung. Jimbe war mal 7 Samurai der Meere. Jimbe ist echt stark. Wenn der bei Dressrosa dabei gewesen wäre, wenn der bei Whole Cake Island die ganze Zeit als festes Mitglied mit dabei gewesen wäre, wenn der jetzt hier auf Wano vorher schon mit dabei gewesen wäre, dann hätte der bestimmt durch seine Präsenz, durch seine Meinung, durch das, was er sagt, was er tut, er war ja auch so ein bisschen derjenige, der die Strohbande auf der Fischmenscheninsel erstmal wieder so ein bisschen ins aktuelle Geschehen geführt hat. Er hat die Information gedroppt, dass Blackbeard jetzt Kaiser ist und Teufelsfrüchte klaut und so weiter und so fort. Wenn der Typ bei den anderen Arcs dabei gewesen wäre, dann hätte Oda rein logisch betrachtet die Arcs mit diesem Abenteuer-Style und oh mein Gott, hier passiert was und Ruffy stürmt einfach wieder nach vorne und das ist jetzt hier so eine Explosion nach Explosion und die Ereignisse überschlagen sich. So, das hätte er dann so nicht schreiben können. Aber das ist auch ein bisschen das, was One Piece ausmacht und wo Oda halt Bock drauf hat. Und wenn Jimbe schon dabei gewesen wäre und Jimbe hätte gewisse Ereignisse nicht verhindert, wäre das seltsam gewesen und hätte nicht zu Jimbe gepasst. Das ist, glaube ich, wirklich der Grund, warum Jimbe bisher nicht dabei war. Aber jetzt, wo es darum geht, einen Kaiser zu stürzen und es dann später quasi in den Geschichtsbüchern der One Piece Welt so sein wird, dass gesagt wird, hier der damalige oder der zweite Piratenkönig Monkey D. Ruffy hat damals die Kaiser Big Mom und Kaido zusammen ausgelöscht und bla bla bla, hat die vermöbelt. Krasses Ereignis damals gewesen. So. Das wird irgendwann so in 15, 20 Jahren in der One Piece Welt sein, dass die alle über die Ereignisse von Wano Kuni sprechen. Und da ist es einfach ein schöneres, runderes Bild, wenn bei so einem historischen Ereignis dann endlich die gesamte Bande dabei ist. Deswegen glaube ich jetzt tatsächlich auch, dass Carrot Teil der Bande wird, noch ein festes Mitglied hier nach. Und dass wir jetzt danach keine großen, also keine festen Stammmitglieder mehr bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Momonosuke, ähnlich wie Oden, nach Wano mit der Strohbande mitgeht und wie sein Vater quasi die Welt zu sehen. Das könnte ich tatsächlich sehen, dass Hiyori da bleibt und da erstmal so das Land managt, nachdem das alles vorbei ist. Aber ja, also ich finde, dass das einfach nur das Auftreten von Jimbe bedeutet so viel für die kommende Story und macht doch einfach Bock auf den Arc, weil ich gespannt bin, wie Jimbe austeilen wird. Der ist stark, der ist krass, er war nicht umsonst ein Samurai der Meere, hat nicht umsonst ein altes Kopfgeld von 438 Mille gehabt oder hat es jetzt wieder, weil die Samurai der Meere gibt es ja nicht mehr. Ich finde das mega cool. Man muss auch sagen, wenn sich Leute jetzt hier daran aufhängen, dass sie sagen, hey, Jimbe ist vielleicht stärker als Sanji oder so, muss man mal bedenken, Jimbe ist halt auch schon Ende 50 oder Mitte 50, glaube ich es zumindest. Also auf jeden Fall ist er kein Jungspund mehr. Und Sanji und Zoro und Ruffy stehen ja gerade noch am Anfang ihrer Blütezeit. Die sind ja Anfang 20. So, da ist noch so viel Potenzial nach oben, um sich zu entwickeln. Und Jimbe wird sich eben nicht mehr in dem Alter so viel weiterentwickeln. Klar kann er vielleicht auch nochmal ein kleines Power-Up bekommen oder nochmal was dazulernen. Klar, man lernt nie aus. Aber die großen Sprünge wird der nicht mehr machen. Deswegen finde ich das vollkommen legitim, dass der jetzt in die Bande kommt. Es wurde einfach Zeit und es ist geil, dass Jimbe da ist. Ich bin richtig, also jede Woche hypt mich das umso mehr für den Konflikt, der auf Wano kommen wird. Also es ist einfach nur geil gerade. Auch die perfekte Szene, um Jimbe hier auszuspielen, weil diese kämpfen auf dem Wasser. Da ist irgendwo am Arsch der Welt ein Langstreckenschiff und Jimbes Kampfstil und Jimbe als Fischmensch ist halt einfach am besten im Wasser zu gebrauchen. Das heißt, während sie nach vorne schippern auf Onigashima zu, kann jetzt Jimbe einfach links und rechts Schiffe weghauen mit seinen Wassersäulen und ihnen den Weg ebnen. Und später geht es dann halt zusammen in den Kampf gegen den kleinen Arkboss, ja. Mega cool, mega cool. Ich freue mich super, dass Jimbe da ist. Hab sehr lange auf ihn gewartet. Ich habe jetzt, glaube ich, sehr ausführlich darüber gesprochen. Und ja, also mich würde es interessieren, wie fandet ihr das Kapitel? Was glaubt ihr, wird als nächstes passieren? Freut ihr euch auch über Jimbe?
Ja, lasst es mich hören, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und bis zur nächsten Woche sage ich tschöde und Hause Pause. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.